Ja, Freunde, sind wir schon munter? Jetzt sind wir da. Ich kaufe einen Tesla Model 3. Unglaublich, Alter. Eine Tupperbox mit vier Radeln. Da steht er schon. Jetzt sind wir angekommen, mitten in der Hyperpampa des Burgenlandes. Die Farbe ist aber schöner als auf dem Foto. Schaut ihn echt geiler aus, jetzt mal schon mal putzt ist. Schauen wir es uns an. Das Türschloss ist mir nicht ganz klar, wie das geht. Mit einer Hand aufmachen ist ziemlich geschissen, kommt mir vor. Wie geht denn das? Muss man so arbeiten oder was? Nein. Wie machst du denn den auf richtig eigentlich? Reindrücken. Und mit einer Hand ist geschissen, oder? Nein, nein, reindrücken. Ah, geht das? Ja. Übungssache. Bist du deppert? Jetzt fliegen wir zum Mond. Das ist ein Space Shuttle. Der Elon hat schon angerufen. Hat mich schon gratuliert zu meinem neuen Space Shuttle. Also ich weiß nicht einmal, wie das Ding anstarrt. Das wird da sicher erklärt werden. Ja, mal ja anständig durchputzen. Ah. So. Aha, Jesus Maria, Alter, was blinkt denn da jetzt alles? So. So, wie geht denn das jetzt? Alter. Ich komme mir vor, als ob ich noch nie ein Auto in der Hand gehabt hätte. Alter. Ich weiß nicht mal, wie man da leiser macht. Das, wie bei. Ah, okay, so. Und da ist jetzt. Hab ich wo? Also, ich kenne mich nichts aus. Schaut euch das einmal an. Da. Wo ist denn da jetzt ein Navi oder irgendwas? Auto? Nein. Doch, Navigation. Navi? Wo ist jetzt gesehen Navigation? Da. Genau, ah, da ist er. So. Okay, das wirkt schon. Nein, das war zurück. Drive. Ah, du schaltest da vorne, oder? So, und ich glaube, das ist. Also, nein. Hab ich, wie waschen ich da eigentlich die Scheiben? Okay. Das, nein. Aber ich kann dann mal Scheiben wischen. Also, lang halten. Ah! Ja, und was ist, wenn es regnet? Wie schaltet ihr das selber ein, oder? Wie läuft denn das? Okay. Wenigstens da mal ein iPhone-Ladestecker. So, aber jetzt kenne ich mich aus. Drive. So. Ja, Herr Ford! Alter, es ist einfach so falsch. Es ist so falsch, dass das gerade fährt, aber man hört einfach nichts. Und am meisten geht mir auf die Eier, dass wenn du vom Gas runtergehst, dass er bremst von allein. Ich finde das ein bisschen verwirrend, das Auto irgendwie. Es ist so viel. Wie willst du denn da bitte auf den Verkehr konzentrieren? Ja, Harvey, vor allem, weißt du, was ich meine? Da, schau, ich weiß nicht einmal, wie schnell das ich fahre. Also da ist die Kamera. Aber, Alter, Harvey. Es könnte ja so leicht sein, aber ich weiß nicht einmal, wie die Spiegel einstelle. Alter! Was leichter, also, mit dem Taycan zu fahren? Habe ich sicher, weil das war ein Auto, du weißt, also es ist ein intuitives Auto, also ein Porsche, also das ist immer ein normales Auto und das ist einfach wirklich. Du musst ja echt Angst haben, dass du das Autofahren nicht verlernst, oder? Na, habe ich Autofahren jetzt ja noch relativ. Das ist ja, Alter, habe ich, du kaufst echt, also echt jetzt wie, also du weißt nicht einmal, was du machen sollst bei deiner Karre, weil einfach alles, wenn du wo hingreifst, Spiegel gleich stellen, da ist einfach nichts. Ah! Alter, Harvey, weißt du, was ich meine? Es ist alles witzig und lustig, aber es kennt, weißt du, wenn du das erste Mal da einsteigst, du kennst dich, Alter, wirklich einen feuchten Dreck aus. Du brauchst da eine eigene Schulung für das Auto. Das ist ja Wahnsinn. Vorgängen wird, dass das zugelassen ist bei uns. Ja, das wundert mich, weil bei uns, wo immer alles so streng ist. Weißt du, was ich meine? Jetzt schaut, wenn ich mit dem Fuß am Gas und so, ja, ich mit dem vom Gas runtergehe, macht er das. Ich bremse nicht, das macht uns selber. Das darf ich gar nicht, ich hasse es. Das heißt, du musst immer am Gas anstehen. Ja. Aber das zieht am meisten an. Dass, wenn du vom Gas runtergehst, dass der dauernd bremst. V8 und Föhn. die Tupperbox, oder die fahrende, wo wir drin sitzen. So, ich glaube, wenn du auf einer Tupperbox vier Radl so wie baust, fühlt es gleich an beim Fahren so. Knockert vor, da ist irgendwie alles so knockert. Es fällt was, ja, nein, da fällt was. Mir kommt es immer so vor, als ob ich irgendwas vergessen hätte. Und wenn irgendwas schnell zum Eingreifen ist, würde ich jetzt nicht wissen, wo ich genau hingreifen muss. Naja.
Ich würde mal gerne wissen, wie man den Tempomat aktiviert. Was passiert? Du kannst das ganze Wochenende damit beschäftigen. Ja, das muss ich, weil sonst kannst du mit dem Auto nicht fahren. Ja. Das Gute ist, jetzt habe ich ja einen Becherhalter, weil du dein Handy da hinlegen kannst. Girl. Weil der Daniel, der braucht immer zwei Becherhalter. Ja. Normalerweise. Was war das jetzt? Ja, ich hab da probiert wegen einem Tempomat. Achso, okay. Ah, jetzt. Tempomat ist drinnen. Schau, ich tue jetzt nichts. Ich bin jetzt gerade einmal. Was war das jetzt? Ja, ich war nicht am Gas haben. Er bremst von selber, wenn er weiß, dass er abbiegen muss. Aha. Obwohl der Tempomat aktiviert war. Das ist ja lächerlich, ja. Aha. Das Problem ist ja das, wenn ich da jetzt mal schnell den Spiegel ein bisschen nachstellen will oder was, oder die Klimaanlage oder keine Ahnung, beim Auto greife ich da hin und tue den Regler schnell auf und nieder dran, ja? Du findest lange. Ja, du brauchst den Blick von der Straße nicht wegnehmen. Und da musst du wirklich herschauen, suchen, wo du hintipsen musst und dann musst du das Ding einstellen. Ich mein, aber der hat ja einen Spurhalter, oder? Ja, ich weiß nicht, wie ich den aktiviere. Keine Ahnung, jetzt habe ich zwar da. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob er einen Spurhalter hat. Naja. Mal. Nein, das ist die Leitschiene. Die Leitschiene haltet die Spur. Er hat schon, aber ich weiß nicht, wie ich ihn aktiviere. Du wirst viel googeln das Wochenende. Alter. Warum kannst du einfach ein Video geben, wo das erklärt wird, wie das funktioniert? Gibt es sicher irgendwo auf YouTube. Gibt es sicher. Das ist ein Elektroauto, ne? Da darf man halt stehen. Ja, musst du laden? Keine Ahnung. Oh. Das ist angenehm. Schaut da herinnen, ist schön warm. Hast du vorgewärmt? Vorgewärmt. Aha, jetzt ist das, ne? Jetzt ladet das. Aber das ist ein bisschen saubehindert gemacht da mit dem, okay? Wurscht. Vielleicht kannst du es ja. Dass es da kein Induktionsladen gibt, das würde wohl. Vielleicht kannst du es austauschen. Das kannst du sicher austauschen. Naja, schauen wir weiter. Stellt sich schon mal wieder ein Nicht-Elektroauto da an den Elektroparkplatz. Was sagst du da zu als Elektroautobesitzer? Ich kann es nicht fassen. Das ist unglaublich, oder? Boah. Unglaublich. Was tut denn eigentlich der scheiß Spiegel? Der schaut ja komplett am Boden ab, Alter. Musst du, das ist ja. Also, nein. Aber irgendwie brauchst du keinen Spiegel, weil du hast super Kamera. Markus fährt schon voraus. Und der Markus ist da vorne. Fährt der BMW. Weißt du eigentlich, wo wir hin müssen? Jetzt links abbiegen auf Burgenland Bundesstraße. Ich glaube, der fährt jetzt so lange um den Kreisverkehr. Wer wird das Auto mehr fahren, du oder ich? Süßen, oder? Na, da annehmen schon. Echt jetzt? Ja. Hallo? Erkenntnis. Eine Erkenntnis? Ja. Es ist wirklich ein Space Shuttle. Weil er fliegt ab. Also so vorn taugt er oder was? Ja, der hat schon Beschleunigung. Der hat 470 PS oder so. Mhm. Das ist lustig. So. Was kann ich jetzt sagen? Jetzt habt ihr gesehen, wie ich meinen Tesla geholt habe, wie die meine ersten anfänglichen Probleme mit dem Tesla waren. Und jetzt mittlerweile, wo ich das Video aufnehme, habe ich mir gedacht, ich warte ein bisschen, ich fahre mal ein paar tausend Kilometer mit dem und jetzt kann ich euch wirklich sagen, wie es ist. Die Tapperbox, die Tapperschüssel, ist geil. Ehrlich, es ist richtig geil. Ich bin jetzt mittlerweile. Wo ist denn da der Kilometerzähler? Ja, okay, jetzt bin ich doch schon lang gefahren, aber ich weiß noch nicht, wo der Kilometerzähler ist. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer ich genau gefahren bin. Aber, was ich jetzt schon habe. So. Ich habe schon echt eine Freude mit dem Ding. Es ist richtig geil, echt. Und was ich schon sofort gemacht habe.
eine Wallbox. Und da kommt die dicke Zuleitung zu, wo wir einmal richtig soft einrennen lassen können. So. Ja, also. Wie viel Spaß macht der Tesla? 150% Spaß. Es ist echt lustig. Es ist ein extremer geiles Fahren mit dem Ding. Es ist ein lustiges Reisen. Vor allem jetzt sind wir 10 Stunden nach Frankreich gefahren in eine Richtung. Das heißt 1000 Kilometer. Es hat null Probleme gegeben. Das Video von unserer Frankreich-Reise kommt als nächstes. 1000 Kilometer in eine Richtung mit Tesla. Das ist wirklich ein geiles Video. Da können Sie mal schauen, wie das funktioniert mit dem Aufladen und so weiter. Aber es ist einfach echt richtig geil, weil du fährst zwar 10 Stunden, aber du hast alle 2 bis 2,5 Stunden hast du so einen Ladestopp. Du willst sowieso mal BB gehen und AA oder was, ne? Oder mal einen Kaffee trinken. Das heißt, für mich ist das ein voll entspanntes Reisen. Ich bleib sowieso alle 2 Stunden einmal stehen, weil mich interessiert es und das ist ein Durchfahr wie so ein Irrer. Und dann gehe ich mal Kaffee trinken. Aber die Sache ist das, wenn du da Kaffee trinken gehst und aufladest, dann musst du richtig Gas geben. Weil in der Zeit, wo du Kaffee trinkst, ist der schon wieder fast voll. Das heißt also, du hast gar nicht so viel Zeit, wie man glaubt. Ne? Und das ist überhaupt nicht nervig, sondern das ist echt entspannend, so Auto zum Fahren. Also, meine Freunde, und jetzt sage ich es euch, wenn ihr den Kanal nicht abonniert, ich komme zu euch und ich druck persönlich auf das Abonnieren. Jetzt abonniert es mir einmal gefälligst. Liked das, liken. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon Tesla habt, was ihr von dem Ding haltet, wie ihr damit zufrieden seid, also, oder andere Elektroschüssel. Die Tupperbox, die gefällt mir. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Und dann, wenn ihr das nächste Video gleich wissen wollt, was es ist, wie gesagt, es wird sein, 1000 Kilometer mit dem Tesla nach Frankreich, ob das eine gute Idee ist, werdet ihr sehen. Drückt die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis dann, meine Freunde!